Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Metro 2033 Redux. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen hier durch die Geistertunnel gekämpft. Einen Eintrag haben wir leider nicht mitgenommen. Ja, da war ich glaube ich ein bisschen zu schissig. Aber jetzt machen wir weiter. Ab auf den Wagen. Hier oder was? Genau, ab auf den Wagen und dann ab dafür. Ich war erst am überlegen, ob ich die Kamera anmache, aber dann dachte ich mir so, nein, bevor wir jetzt hier wieder hin und her switchen, ne? Ja, machen wir das einfach mal so. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Was ist das denn? Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Na, ja, das glaube ich. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Da das so leise ist, werde ich das jetzt nochmal vorlesen, ja? Weil es ist doch, ich habe es mir angehört, in den Aufnahmen sehr, sehr leise. Warum auch immer, ne? Wir kennen das auch, bei Lara Croft war das immer so, dass die Zwischensequenzen auch sehr leise waren. Deswegen lese ich das einfach nochmal vor. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Gut. Die Station wird wieder angegriffen. Oh nein, bitte nicht. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Gut, er geht da lang. Ja, ich muss mir das erstmal hier in Ruhe anschauen. Ne? In der Hoffnung natürlich vielleicht wieder mal. Oh. Oh, ich hab mich genau. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh Gott, was? Wieder mal einen Eintrag zu finden. So, auf die Schnauze, Jungen. Okay, es macht, glaube ich, gar keinen Sinn, hier längs lang zu gehen. Ja. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Da haben wir noch einen Kollegen. So, Schnauze. Ach, sie sind hier. Gut. Danke. Ja, ich weiß nicht, ob das alle waren. Ich höre noch einen. Ich höre noch ein paar. Da von links kommt auch noch einer angerannt. Na? Schießen die anderen eigentlich auch mal? Vor allem er guckt nach hier hin, ist auch gut, ne? Boah, das ist der Bourbon, das ist immer so eine richtige Hilfe, ne? Da ist noch einer. Ich will ja... Ich weiß halt nicht, ob wir nochmal nach hinten kommen. Ah, sag mal, Alter! Ob wir nochmal nach hinten kommen, da hinten. Weil in der Hoffnung, vielleicht nochmal was zu entdecken. Hm? Gut. Von beiden Seiten. Einmal da, einmal da. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Alter. Bist die mal so... Guck mal, wie die schießen. Guck dir das mal an. Kommen da noch mehr? Ja, da kommen noch mehr. Ich sollte mal lieber hier bei dem bleiben, ne? Ich bin mir halt... Verdammt, ist das unheimlich hier. Ja, ich bin mir halt immer so unsicher. Ich bin mir halt immer so verdammt unsicher. So. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Moin! Schnauze, Schnauze,
So, da hinten haben wir noch einen. Ich lade nochmal schnell nach. So, zack und zack. Sonst noch einer ohne Fahrkarte? Die Frage ist, müssen wir jetzt die ganze Zeit nur verteidigen oder müssen wir da hinten irgendwas machen? Das wäre natürlich jetzt die Frage, ne? Ich bin schon fast am Überlegen, einfach nochmal rein zu jumpen, aber ja. Ich weiß nicht. So, ich werfe nochmal auf Süß da irgendwas hin. Der hat kurz geleckt, sorry. So. Schnauze, Schnauze. Nochmal Schnauze, nochmal Schnauze. So. Alter. Junge. Alter. Wie die auch immer direkt auf mich gehen, ne? Ist unglaublich. Oh, der ist aber weit. Junge. Ich muss, glaube ich, irgendwas machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganze Zeit nur reine Verteidigung ist. Ich renne einfach mal. Ich schaue einfach mal, was hier hinten ist. Vielleicht sterben wir jetzt gleich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht finden wir noch was. Vielleicht auch nicht. Ja, ja. Aber die rennen ganz nach vorne. Das heißt, oder beziehungsweise bedeutet, wir könnten hier hinten ganz in Ruhe... Ach, guck mal da. Was haben wir denn da? Gut. Ja. So. Hallo? Alter! Digga! Achso, hier habe ich auch keine Munition drin, ist auch gut. Oh, warum habe ich hier überall in den Waffen keine Munition drin, Digga? Komm, mach hin. Junge. Ja, ja, das haben wir schon fast gedacht, dass wir hier irgendwas finden müssen. Es hat auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Ich lade mal alles nach, ne? Das sollte ich mir mal vielleicht angewöhnen. Hier haben wir noch einen. Okay. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas? Hier geht's halt echt noch weit nach hinten. Ist das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Hier geht's richtig weit nach hinten. Wir haben ja gespeichert, ne? Ja. Morgen! So. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Oh, er macht irgendwas. Ah, sieh mal einer an. Gut. Also sind wir richtig gelaufen. Sehr schön. Ja, der macht wahrscheinlich jetzt das Ding da kaputt, genau, damit die hier nicht mehr reinkommen. So. Wie lange brauchen das zum Explodieren? So. Gut, das haben wir. Boah, was? Oh Gott. Hier oben waren wir noch gar nicht. Komm, mach mal das Blut jetzt hier weg. Ich sehe nichts. Mach doch mal das Blut jetzt hier weg. Oh Gott. Alter, wie viel hält denn der aus? Sage mal. Hier haben wir was. Nimm's mit. Ah, okay. Ja, alles klar. Ich renne. So. Das haben wir soweit zerstört hier. Ich guck trotzdem nochmal, ob wir hier irgendwas haben. Zum Beispiel den Kollegen hier. Irgendwo höre ich noch Viecher. Die Frage ist natürlich... Okay, er kommt mir jetzt hinterher, oder was? Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ah, wir haben es, okay. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Wait. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen.
Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Ach du Scheiße. Also das bedeutet, dass wir... Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Mhm. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen... Ich will mal kurz was gucken, Tagebuch. Verfluchte Station. Mit Leuten, die Informationen übernachten. Ja. Ja, ja, ich geh nochmal, ich renn nochmal nach hinten. Sei mir nicht böse. Okay. Bäh. Weil ich weiß jetzt nicht, war hier vielleicht irgendwo noch ein Eintrag? Wir haben hier ja gar nicht richtig geschaut, ne? Ah, guck mal hier. Das hätten wir wieder alles verpasst, aber kein Eintrag. Schade, ich dachte, hier liegt vielleicht irgendwo ein Eintrag. Ja. Mann. Gut, hier hinten waren wir. Hier hinten waren wir nicht. Gut. Hier ist aber auch kein... Huch. Hier ist aber auch kein Eintrag. Hier könnten wir noch eine Waffe wechseln, macht aber keinen Sinn für uns. Genau, auf der anderen Seite waren wir ja hinten. Da kommen wir ja her. Da hinten waren wir, da haben wir das Ding gefunden. Gut, mehr haben wir, glaube ich, hier nicht. Hier oben waren wir. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt direkt wieder weitergeht. Weißt du, das ist so das Problem. Deswegen würde ich natürlich gerne die Einträge mitnehmen. Aber wenn wir natürlich nichts finden, dann ist das natürlich, ja, dann ist das halt so. Ich schaue nochmal hier, aber hier war nichts mehr. Nee. Gut. Vielleicht habe ich ihn auch ja schon wieder übersehen, ne? Du kennst mich ja. Ich bin da ja, ich bin da sehr... Huch, Hilfe. Zwischendurch immer diese Lecks. Sehr großzügig, was das anbelangt, was Übersehen angeht. Ach, guck mal hier. Gut, dass wir hier nicht reingerannt sind. Gut. Er ist schon vorgelaufen, das freut mich. Gut. What the fuck ist das denn hier? Ein Schrein der Hoffnung. Okay. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Hm. Gut. Warte mal, kann ich eigentlich... Okay, würde nichts nützen. Vom Sichtfeld her dachte ich jetzt vielleicht. So, erstmal alles ausmachen hier, ne? Wir müssen das natürlich auch ein bisschen sparen. So, zack. Und da geht's dann weiter, oder wie? Da haben wir auch noch. Das wär's. Rein da. Das wär's? Wo ist der Eintrag? Na gut. Gut, Eintrag haben wir nicht gefunden. Vielleicht hier unten nochmal. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt hier weitergeht. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Scheiße. Und ab jetzt sind wir alleine unterwegs. Fuck it, Alter. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Huch. Ich wurde von Kahns Freund gerettet. André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Wie witzig, dass er was anderes erzählt, als da steht. Egal. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Gut, wir haben den Eintrag nicht mitgenommen. Schade. Schade. Ah, also sind wir aber dann doch nicht allein. Doch, wir sind alleine. Ah, super. Ich dachte, das wäre der Waffenschmied schon. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ach du Heilige. Gut, hier haben wir nichts. Was? Okay. Mehr können wir aber nicht machen. Ich mach mal hier erstmal wieder unsere gute alte Taschenlampe an. Ah, oh, Schächte und ich, das ist gar kein gutes Zeichen.
Ich schaue nochmal, habe ich alles nachgeladen? Ja, habe ich. Ich glaube, ich nehme mal für die kurzen Dinger, nehme ich mal hier die Schrotflinte, ne? Ich glaube, da vorne sind schon wieder welche. Ah, Gott sei Dank. Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Ja, will ich auch hoffen. Ich gehe mal ein bisschen schneller, ne? La 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 la. Hallo? Haben wir hier irgendwo schon Einträge? Nö. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Alles klärchen. Können wir hier hoch? Nur ein gut gemeinter Rat. Nee, oder müssen wir hier weitergehen? Okay. Gut, Verfolgungswahn. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ja gut, Ausweis. Ich weiß nicht, ob wir einen Ausweis haben. Ich gehe mal davon aus, dass es ein dickes Nein ist. Hallo. Gut. Ich schaue erstmal hier, ob wir hier irgendwas liegen haben. Hier können wir rein, theoretisch. Zur Hölle mit dir. Oh. Verzieh dich. Mach auf, ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Hallo? Hau ab. Hallo? Du sollst verschwinden. Bist du taub oder was? Hat er mich gerade hier hingeschubst? Unfassbar. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Okay. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht. Hau einfach ab. Ufer. Okay. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Meins. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi läuft. Ruhe. Was? Und wer bist du? Ach, ich wollte gar nicht der rein. Freund dieses Komikers? Ich wollte hier gar nicht rein. Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Hä? Ich wollte hier gar nicht rein. Nein. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt. Oder ich lauf. Ich bring ihn um. Los, komm mir nach. Was? Los, los. Okay, ich renne einfach mal. Wenn man das Rennen nennen kann. Oh Gott, aua. Warum? Oh Gott. Warum werde ich denn direkt hier mit rein? Was ist das? Ich war doch gar nicht mal so weit. Verdammte Axt. Ich wollte mich doch noch umgucken. Ach, ich hasse das. Ah, ich hasse das. Hilfe. Hab ich jetzt verkackt? Gut. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Okay. Du Freak. Gut, mehr kann ich aber hier nicht machen. Nicht herumstehen. Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkost. Gut. Wir probieren es mal. Bist du? Der Freund dieses Komikers. Warte, wie sieht er aus? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet. Schon gut, schon gut. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich komme auch so mit. Halt. Oder ich lauf. Ich weiß halt nicht. Ich bring ihn der wird ja sowieso gleich erschossen. Der hatte zuletzt nach links gezeigt, ob ich da nach links da muss. Renn, Junge, renn! Oh, ich bin so langsam. Ja, ja.
Ich kann nicht weiter runter. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh Gott, ich kann gar nicht so schnell rennen, Alter. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Dort. Halt, du Mist, Gerd. Tschüss. Muss ich weiterrennen? Ah, das ist der Waffenschmied. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Hä? Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Okay, das macht gerade keinen Sinn. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Gut, das würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Grüße mit Zukunft schon. Bis dahin. Ciao mit V. Tschüss.